Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Train Simulator. Wir fahren auf der Ringbahn von Virtual Tracks. Die Strecke ist vor einiger Zeit auf Steam erschienen. Gab es schon vorher, glaube ich, in deren eigenen Online-Shop. Und wir spielen das Szenario Vollring auf der S41, das mitgeliefert wird. Und starten einfach mal und schauen uns gemeinsam die Strecke an. Berliner Ringbahn. Ja. Strecken-DLC von Virtual Tracks, die auf jeden Fall für ihre Qualität bekannt sind. Unter anderem die Heart of Berlin Route, die sie ja auch veröffentlicht haben. Und wir sind im Führerstand. Ein schöner Sommertag. Lassen Sie die Fahrgäste einsteigen und dann geht es einmal um den Ring herum auf der S41. Der Zug besteht aus 6 Wagen, hat also 24 Achsen. Halten Sie also immer am Haltesignal mit dem 24x-Zeichen darunter. Wenn es das nicht gibt, halten Sie am hintersten Haltesignal. Gut, dann. Das hier ist unser Fahrzeug, Berliner S-Bahn. Ich würde sagen, wir rüsten auf. Stehen hier gerade am Ostbahnhof, unverkennbar. Rüsten auf und fahren dann los. Zum Aufrüsten haben wir eine ganz bestimmte Prozedur. Wir drücken erstmal auf die Taste B und legen die Batterie ein. Dann drücken wir die Taste K, um das Pult aufzuschließen. Das ist der Schlüssel, glaube ich, hier rechts auch. Genau so. Anschließend legen wir den Hauptschalter ein. Das geht mit Steuerung Z. So, das müsste auch schon geklappt haben. Ansonsten können wir das auch noch, machen wir uns ein bisschen Licht an, können wir das auch hier machen, ne? Hauptschalter ein. Sehen auch schon hier S-Bahnen oder hören Sie zumindest, die hier ein- und ausfahren. Federspeicherbremse lösen tun wir mit Shift-N. Ne, also Federspeicherbremse auch hier, die Taste auf Lösen drücken. Den Fahrtrichtungswender in die Vorwärtsstellung mit der Taste W. So, ich hoffe, das hat soweit funktioniert. Ich glaube, das müssen wir nämlich auch noch aufsperren. Störung. Und die Tür natürlich freigeben. Das haben wir ganz vergessen. Ja, man verzeiht es mir, der Train Simulator ist nicht mein Home Turf. Da werde ich nicht alles immer zu 100% sofort parat haben, was die Tastenkombination angeht. Ganz vergessen, die Türen aufzumachen, das ist vielleicht nicht irrelevant. So. Dann haben wir eigentlich soweit alles erledigt. Unpünktlichkeitsstrafe haben wir auch bekommen. Hervorragend. So muss das. Lichter sind an. Das ist die Sandungsanlage. Fahrtrichtung ist in Vorwärtsfahrt ausgewählt. So, jetzt Scheinwerfer sind an. Und dann können wir auch schon losfahren. Oder auch nicht. Warum können wir noch nicht losfahren? Der ist gelöst. Ah, die Türen müssen wir natürlich schließen. Kein Wunder, dass wir nicht losfahren können. Können wir auch ansonsten so, genau. Genau, und dann dürften wir jetzt aber losfahren können. Genau. Und auf geht's. SIFA wird mit der Leertaste resettet. Ich glaube, wir sind hier, was den Scheinwerfer angeht, eine Stufe zu hell. Ja, jetzt passt das schon eher. Fahren hier los vom Ostkreuz aus. Und dürfen mit 80 ausfahren. Nächster Halt ist Treptower Park. Gleis 1. Auf jeden Fall sehr viele Gebäude, markante Gebäude, die hier. Ja, ich habe auf die Leertaste gedrückt. Zwangsbremsung. Okay.
Also ich habe, und man konnte es auch im Video auf jeden Fall hören, auf die Leertaste gedrückt. Nächste Station, Treptower Park. Also das war dann definitiv ein Bug, hört ihr es? Zu den S-Bahn-Linien 8, das habe ich gedrückt. 85 naja. Und 9. Fahrgäste zum Flughafen Schönefeld steigen bitte hier um. Können wir denn die SIFA ausmachen? Die SIFA ausmachen. Ausstieg links. Steuerung-Leertaste bzw. Steuerung-Shift-Leertaste. So, jetzt die SIFA aus. Denn das war jetzt definitiv ein Bug. Ich hab die SIFA auf jeden Fall rechtzeitig bestätigt. Ja, wir fahren hier mit dem Stadler GTW 483, Baureihenbezeichnung. So, das ist die Ankündigung auf 50. Wir haben ja keine PZB. Und halt zu erwarten. Wir werden auch mal schauen, ob wir das ganze Szenario abfahren oder nicht. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie das zeitlich bei mir heute geregelt ist. Ist nicht ganz so viel Zeit übrig. Aber wir gucken uns auf jeden Fall ein ganzes Stück von der Strecke hier zusammen mal an. So, Signal ist auch schon mittlerweile umgesprungen. Und Türen auf. Genau, hier, wir fahren auf der S41 im Ring. Hier vorne die S85 nach Grünau. Und hier dann in der Gegenrichtung die S42 im Ring. Ja, also diejenigen von euch, die aus Berlin sind. Was ist das denn? Das ist ja verrückt. Diejenigen von euch, die vielleicht aus Berlin sind, die kennen sich dann auch ein bisschen besser hier aus. Die können dann auch vielleicht sagen, wie realistisch die Strecke gestaltet ist. Das kann ich nicht ganz so gut beurteilen. Ich war zwar schon mal in Berlin das ein oder andere Mal, allerdings würde ich nicht behaupten, dass ich gut beurteilen könnte, wie die Strecke gestaltet ist. So, nächster Halt ist Berlin Sonnenallee. Das Ganze aber in über 2 Kilometern. Das heißt also, wir haben jetzt erstmal ein ganzes Stück, was wir hier fahren können. Nächste Station, Sonnenallee. Für eine pünktliche Abfahrt bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg ja, links. Für eine pünktliche Abfahrt müsste ich auch natürlich pünktlich ankommen. Das ist dann so, naja, vielleicht bei mir nicht ganz so häufig der Fall bisher gewesen. Eine 232, sehr schön. Okay, und wir müssen jetzt mal langsam reinbremsen. Sehr, sehr gut. Ja, das European Loco and Asset Pack muss man natürlich auch besitzen, damit man den entsprechenden KI-Verkehr hier hat. Hier die S-Bahn wird mitgeliefert mit der Strecke. Ach, wir haben viel zu früh reingebremst. Die S-Bahn wird mitgeliefert. Und das European Loco and Asset Pack muss man aber, glaube ich, vorher schon besitzen. Aber ich denke mal, das wird sowieso jeder von euch besitzen. Ja, so ungefähr 50 am Bahnsteigsanfang. Scheint, glaube ich, ganz gut zu passen. Und wir halten an. Genau perfekt bei der H-Tafel. Und Türen auf. Hier auch ganz interessant, die Werbung. Ist
historische S-Bahn. Unterstützen Sie uns, damit die gute alte S-Bahn wieder fährt. Spendenkonto auf www.hisb.de. Die Webseite gibt es, glaube ich, wirklich. Die historische S-Bahn. Ja, genau. Wir können mal uns in die Innenräume auch mal setzen. Erstmal die Türen schließen. Genau, wir haben hier die Ansicht, können da ein bisschen hin und her wechseln. Machen wir gleich mal auch während der Fahrt. Erstmal losfahren. Na? Sind die Türen noch nicht geschlossen? Nee. Sind die Türen noch nicht geschlossen? So. Also der ist ein bisschen schwerfällig. Was so die Bedienung angeht, habe ich das Gefühl. Oder ich bin einfach nur schwerfällig. Vielleicht liegt es nicht an der Bedienung, sondern am Bediener. So. Neukölln ist der nächste Halt. Nächste Station, Neukölln. Übergang zu den S-Bahn-Linien 45, 46, 47 und zur U-Bahn-Linie 7. Ausstieg links. So, herzlich willkommen in Neukölln. Da müssten wir anhalten eigentlich. Türen auf. Und wir gucken uns mal hier von außen um. Hier das Bahnhofsgebäude von Neukölln mit dem Gang zur U-Bahn. Einkaufen. Taxis, Autos, die hier durch die Gegend fahren mit gelben Kennzeichen und Kennzeichen teilweise. Ja. So, wir schließen die Türen. Und lassen mal den Zug an uns vorbeifahren. Nächste Station, Hermannstraße. Übergang zu den S-Bahn-Linien 45, 46, 47 und zur U-Bahn-Linie 8. Ausstieg links. Schön hier die Formsignale. Hervorragend. Und wir halten wieder an der Hermannstraße. Hier müssen wir anhalten. Gut, bisschen übers Ziel hinausgeschossen, ist aber okay. An der Hermannstraße. Mit dieser Überführung. Die Polizei ist auch schon da. Feuerwehr direkt hinterher. Ja, ja. Bisschen wenig los für Berlin, habe ich das Gefühl. Aber ansonsten schön ausgestaltet alles. So.
Ausfahrt mit 100. Das ist übrigens unsere Höchstgeschwindigkeit, Vmax sind 100 km/h. Tempelhof ist unser nächster Halt in erst 3 Kilometern. Nächste Station, Tempelhof. Übergang zur U-Bahn-Linie 6. Für eine pünktliche Abfahrt bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg links. So, wir dürfen 100 fahren. Das machen wir auch mal. Rund 2 Kilometer. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr. So, da vorne ist eine Autobahn anscheinend. Gucken wir uns gleich mal an, was da auf den Schildern drauf steht. Ja, Tempelhofer Damm, Hamburg, Magdeburg, Leipzig, Charlottenburg. Das passt alles soweit. Also keine generischen Ortsnamen, sondern schon die passenden. So, in 500 Metern müssen wir anhalten. Hier das Tempelhofer Feld. Flughafen Berlin-Tempelhof. So, 60 am Bahnsteigsanfang. Und wir halten an der Haartafel. Oder kurz dahinter. Schauen wir kurz hier in Richtung Flughafen. Genau. Das wäre natürlich noch krass, wenn jetzt noch Flugzeuge starten und landen würden, oder? Das Stellwerk. Da fährt die Cola-Dose aus, so nennt man sie, glaube ich. Oh, ich höre ein Flugzeug. Und auf geht's. Nächste Halt ist Südkreuz. Nächste Station, Südkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 2, 25, 26 zum Regional- und Fernverkehr. Ausstieg links. So, 80 dürfen wir fahren. Ob hier irgendwas hier in diesen Displays bedienbar ist. Ich glaube es nicht. Und hier hinter der Kurve ist dann auch schon Südkreuz. Recht großer Bahnhof tatsächlich. Also können wir da ein bisschen entspannter reinbremsen. Unten hält dann der Fernverkehr.
ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Na, ist das nicht so gut. So, wir können uns mal hier den unteren Teil des Bahnhofs angucken. Berlin-Südkreuz. Ja, sieht auch soweit so gut aus, ne? Auch gut ausgestaltet. Leider keine Züge, die hier lang fahren. Wäre schön, wenn hier ein bisschen KI-Verkehr unterwegs gewesen wäre. Aber das ist nicht der Fall. Das ist ein bisschen schade. Ja, genau. Und ansonsten hier oben eben der S-Bahn-Bereich. Und wir schließen die Türen. Nächster Halt ist dann Schöneberg. Ausfahrt mit 80. Nächste Station Schöneberg. Übergang zur S-Bahn-Linie 1. Ausstieg links. Ankündigung auf 70. Und wir halten an. Hier gucken wir uns natürlich wieder um am Bahnhof. So, einmal wieder reingeflogen in den Bahnhof. Schöneberg, dann geht es hier runter und hier kann man dann noch die anderen S-Bahnen erreichen. Das ist jetzt aber nicht weiter ausgestaltet, denn die Strecke ist nicht Teil des Add-ons. Da können wir die Türen gleich wieder zumachen. Und zu. Ja, ja, Unpünktlichkeitsstrafe. Türen zu. Ja, das meinte ich vorhin mit dieser leichten Schwerfälligkeit. Man drückt da drauf und der reagiert nicht. Das war bei der SIFA vorhin außer, deshalb habe ich sie jetzt ausgeschaltet, weil das kann sich ja keiner ansehen, hier ständig diese Zwangsbremsung. Nächster Halt ist dann Innsbrucker Platz. Oh. Da war, glaube ich, so eine Trennstelle. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Müssen wir da den Hauptschalter rausnehmen? Oder... Nächste Station, Innsbrucker Platz. Übergang zur U-Bahn-Linie 4. Oder wie ist das? Ausstieg links. Wie ist das mit den Trennstellen auf der S-Bahn Berlin? Dass da... Dass da einfach nur in der Zeit keine Leistung vielleicht aufgeschaltet werden muss, kann das sein? Aber dass der Hauptschalter weiterhin drin bleiben darf. Wir machen das erstmal so. Seid ihr auch schon direkt da? Türen auf. Ja,
Ja, Innsbrucker Platz. Ja, diese 2D-Vegetationsobjekte sind nicht schön. Ne? Also, die hier direkt am Streckenrand zu haben, naja, weiß ich nicht. So, Türen wieder zu. Und nächster Halt ist dann der Bundesplatz. Auch schon in 600 Metern. Das können wir da vorne schon praktisch sehen. Nächste Station, Bundesplatz. Übergang zur U-Bahn-Linie 9. Für eine pünktliche Abfahrt bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg links. So, auch hier wieder die Trennstellen. Ich denke mal, im Bereich S-Bahn wird das wohl heißen, Berliner S-Bahn, dass man sich den Hauptschalter rausballert, sondern tatsächlich rausballern übrigens die Fachterminologie. Sondern dass man einfach nur keine Leistung aufschaltet. Weiter gucken auf The Train TV. Wisst ihr, was ich bei The Train TV immer so komisch finde, bei dem YouTube-Kanal? Da sind teilweise wirklich auch neue Aufnahmen dabei. Ne? Also es sind nicht immer nur historische Aufnahmen, die gezeigt werden, sondern auch wirklich Aufnahmen, die so tagesaktuelle Dinge zeigen. Und trotzdem sehen die Aufnahmen immer so aus, als seien sie mit einer Kamera gefilmt, die im Jahr 1999 gebaut wurde. Warum sehen alle Videos von diesem Kanal immer so aus, als seien sie uralt, obwohl sie das nicht unbedingt immer sind? Da habe ich mich schon immer gefragt. Ist das auch schon mal jemandem aufgefallen bei The Train TV? Auch interessant, dass sie hier Werbung machen, ne? Naja, gut. Steht denn hier auf der Autobahn? Dresden. Dresden. Der fährt aber langsam. Dafür, dass hier 100 gefahren werden darf. Ludmilla. Kesselwagen. Sehr schön. Heidelberger Platz. Nächste Station: Heidelberger Platz. Übergang zur U-Bahn-Linie 3. Ausstieg links. So, dann halten wir am Heidelberger Platz. Da ist er auch schon. Türen auf. Ja, sehr viele Autos, die man noch immer ständig hört. Allerdings nicht sieht. Ja, wobei, das klingt mehr so, als seien das die Geräusche der Autobahn. Wobei auch hier nichts unterwegs ist. So. Na?
geht doch. Ne? Also das finde ich echt komisch. Die Türsteuerung ist irgendwie nicht so ganz, tut nicht ganz das, was sie tun sollte, meines Erachtens. Und Zollerndamm, nächster Halt. Nächste Station, Hohenzollerndamm. Ausstieg links. Schöne blaue Brücke hier. Und da vorne kommt dann auch schon der Hohenzollerndamm. Genau, hier müssen wir anhalten. Schönes Bahnhofsgebäude. So, das ist eine Ankündigung für 60. Hallensee ist der nächste Halt. Nächste Station, Hallensee. Hallensee. Ausstieg links. Hier gelten dann die 60. Ordentlicher kleiner Nachladeruckler. Und wir bremsen rein. Schön auf. So, wir fahren hier geradeaus weiter. Genau. Okay, wir haben auf jeden Fall noch einiges an Aufgaben vor uns. Aber ich würde sagen, noch so ein, zwei Stationen fahren wir gemeinsam. Thank you.
Nächste Station, Westkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 3, 5, 7, 75 und 9. Ausstieg links. So, wir halten dann am Westkreuz. Bisschen über 10 hinausgeschossen. Aber das passt noch. Die erste Tür ist ja noch vorne am Bahnsteig. Ja, danach kommt Messe, Westend, Jungfernheide, Beusselstraße, Westhafen, Wedding, Gesundbrunnen, Frankfurter Allee, Ostkreuz. Ja. Na, ich würde sagen, wir fahren noch bis zum Westend. Das machen wir. Na, was ist denn mit den Türen? Wieso wollen die Türen jetzt nicht schließen? Ausfahrt mit 80. Nächste Station, Messe Nord, ICC. Übergang zur U-Bahn-Linie 2. Fahrgäste zum zentralen Omnibusbahnhof Zopp steigen bitte hier aus. Ausstieg links. Genau. Und hier ist er auch schon. Wir halten an. Ui, hier ist aber jetzt viel Verkehr. Da staut es sich richtig. Auf der anderen Seite auch. Schaut mal. Auf. Interessant, diese Transfiguration, die diese Autos an dieser Stelle übernehmen. Okay, interessant. Auf der anderen Seite auch. So, und dann fahren wir zu dem für uns heute letzten Halt Westend. Die Strecke geht noch ein bisschen weiter, aber wenn ihr da Interesse drin habt, ich glaube, der Train Game hat auch schon mal ein Video zur Berliner Ringbahn gemacht vor nicht allzu langer Zeit. Da könnt ihr auch auf jeden Fall mal reinschauen. Also es ist wirklich verwirrend hier mit den Fahrzeugen. Nächste Station, Westend. Für eine pünktliche Abfahrt bitte stets den gelb gekennzeichneten Türbereich freihalten. Ausstieg links. So, wir haben halt zu erwarten. Und fahren ein in den Bahnhof Westend.
So. Signal ist auch mittlerweile wieder umgesprungen. Gut. Damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alles Gute, alles Liebe, macht's gut. Ciao, ciao.